Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Ich habe jetzt Ferien und zwar habe ich jetzt Herbstferien und sitze jetzt hier auf meinem Schreibtisch, nein, nicht auf meinem Schreibtisch, an meinem Schreibtisch und werde jetzt mal die Sachen ein bisschen aufräumen. Denn, wie man schon ein bisschen sehen kann, ist in meinem Zimmer etwas messy und unaufgeräumt. Und ich möchte sehr gerne sauber und ordentlich in die Ferien starten. Ich habe gerade schon ein Video gedreht und es auch schon gerade geschnitten, beziehungsweise bin gerade eigentlich dabei, das zu schneiden. Und, beziehungsweise war gerade dabei, das zu schneiden. Aber ich möchte jetzt sehr gerne mal aufräumen. Ja, das werde ich jetzt erstmal tun. Ich habe ja heute ein Video gefilmt zum Thema Koreanisch lernen und ich werde jetzt noch einige Aufnahmen machen. Und das Ganze sah dann so aus, denn ich habe ein Video gefilmt zum Thema Koreanisch lernen, also wie lange ich schon Koreanisch lerne und wie weit ich jetzt gekommen bin, das heißt, wie gut ich jetzt Koreanisch sprechen kann. Aber ich habe auch darüber geredet, was ich alles benutze und wie ich es genau lerne. Und das Video verlinke ich euch sehr gerne mal in der Infobox, falls ihr da vorbeigucken wollt. Und danach habe ich mir selbst noch mal ein paar Videos angeguckt zum Thema Koreanisch lernen, um zu gucken, was die anderen so über das Thema sagen. Es sieht ein bisschen unordentlich aus, weil ich halt hier viel gefilmt habe und gemacht habe. Yay, ich bin endlich fertig mit dem Schneiden und exportiere das Ganze jetzt mal. Und dann habe ich am Abend noch die letzten Optimierungen an dem Video gemacht und bin aber auch relativ schnell schlafen gegangen. Also gute Nacht und bis morgen. Habe ich wie jeden Morgen mein Bett gemacht und danach auch noch mein Zimmer ein bisschen aufgeräumt, nur ganz kurz, und dann auch noch meinen Tag geplant. Und das sind so drei Sachen, die ich wirklich jeden Morgen mache und wirklich zu meiner festen Routine gehören, und zwar jeden Tag. Als Gemüse- und Salatpflanze angebautes, dicht am Boden entlang wachsendes Gewächs mit großen, rollen Blättern und fleischigen, länglichen, grün- oder grün-gelblichen Früchten. Also ich werde jetzt ein bisschen Fernsehen gucken und zwar gucke ich da mal sehr gerne koreanische Serien und Filme, da ich jetzt auch Koreanisch lerne. Und ich mache es dann immer so, dass ich mir ein Notizbuch nehme und Vokabeln aufschreibe, die ich noch nicht weiß. Oder Vokabeln aufschreibe, die ich schon öfter gehört habe, aber sie auch nicht weiß. Und dann ja, kann ich diese Vokabeln nachher nachschlagen. Und deswegen ja, macht das Ganze zwar Spaß und ist etwas zum Relaxen und Entspannen, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen educational und ich lerne was dabei, deswegen ist es immer eine ziemlich gute Beschäftigung. Und übrigens, falls ihr da Fragen kommen, woher meine Ohrringe sind von Happiness Boutique, so heißt die Firma. Ich werde euch den Link dazu auf jeden Fall mal in die Infobox packen. Ja, die Ohrringe sehen jetzt hier so aus. Und eigentlich trage ich immer nur zwei verschiedene, also entweder meine Stecker oder halt diese. Und ich finde die ziemlich schick und ja, wenn ich mal ein bisschen was Schickeres machen möchte, Auffälligeres, dann trage ich immer diese Ohrringe. Ich weiß gar nicht, ob mir persönlich Silber oder Gold mehr steht. Eigentlich trage ich lieber Gold. Aber meine Mutter meint zu mir immer, dass mir Silber besser steht, deswegen, naja. Aber diese Firma hat auch noch ganz viel anderen Schmuck. Also falls euch dieses Teil gefällt, dann werden euch die anderen Sachen bestimmt auch gefallen. Deswegen, wie gesagt, Link in der Infobox.
bin jetzt gerade hier bei meiner YouTube-Premiere und ja, antworte gerade auf eure Nachrichten. Hi, was geht? Und dann haben wir noch was zusammengespielt, aber wie ihr hier sehen könnt, hat mich Flo einfach nicht in Ruhe gelassen die ganze Zeit und mich die ganze Zeit angeleckt und angesprungen.